Und im Studio ist dazu jetzt Christian Hafenecker, FPÖ-Generalsekretär und Fraktionsführer in beiden U-Ausschüssen. Schönen guten Tag. Schönen Sonntag. Wir haben es gehört, es gibt Kritik an den U-Ausschüssen. Wahlkampf statt Aufklärung lautet die Kritik. Durch die wenigen Befragungstage kann man auch wenig in die Tiefe gehen. Ein Ausschusstag kostet zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Wie erklären Sie das denn dem Steuerzahler? Ich glaube, das darf man so nicht sehen. Und zwar gerade was die COFAG betrifft. Und das ist der erste Akt aus unserer Sicht, um dieses ganze Corona-Unrecht, das begangen worden ist, aufzuklären. Aber gerade im Fall COFAG gibt es ein Verfassungsgerichtshofsurteil, das eben bestätigt hat, dass diese COFAG nicht auf dem Boden der Verfassung gestanden ist. Das heißt, das war ein illegales Konstrukt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch einen vernichtenden Rechnungshofbericht, was die COFAG betrifft. Und würden wir hier keinen Untersuchungsausschuss machen, dann wäre es ganz klar eine absolute Themenverfehlung seitens der Opposition. Also wir haben ja die parlamentarische Pflicht, hier tätig zu werden. Aber das Ergebnis wird enden wollen sein. Es gibt 6 Befragungstage und da ist man schnell einmal krank oder verhindert oder sonstiges. Naja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir eben die Akten jetzt sichern in diesem Zusammenhang, was die COFAG betrifft. Denn wir wissen, was die ÖVP tut. Wenn sie es kann, dann werden die Schredder angeworfen und dann gibt es am Ende des Tages überhaupt keine Beweismittel mehr. Das heißt, deswegen ist es genau eben wichtig, dass wir diesen Untersuchungsausschuss jetzt einberufen, dass wir uns diese Akten zu Gemüte führen, ja, und natürlich auch die wichtigsten Personen in dem Zusammenhang befragen. Und ich finde es schade, dass wir so wenig Befragungstage haben, aber das ist nicht zuletzt auch dem Umstand geschuldet, dass die ÖVP einen Machtmissbrauchsuntersuchungsausschuss eingerichtet hat, der kein anderes Ziel verfolgt, als uns Befragungstage wegzunehmen. Das ist ein Minderheitenrecht. Also das Recht, aber nichtsdestotrotz ist die Optik nicht schöner. Weil Sie gerade diesen Ausschuss angesprochen haben, da soll ja die Verantwortung von Herbert Kickl bei der Zerschlagung des Staatsschutzes auch untersucht werden, sagt die ÖVP. Können Sie hier und heute garantieren, dass Kickl sich da nichts zu Schulden kommen hat lassen? Absolut. Also ich glaube, das ist auch hinreichend ausgewälzt. Und es gab auch einen eigenen BVD-Untersuchungsausschuss. Auch da ist relativ viel klar geworden. Herbert Kickl trifft hier keine Schuld. Und noch einmal, das muss man auch mal ganz klar sagen, da wird ihm irgendein Märchen erzählt, dass der Herbert Kickl da in eigenmächtiger Art und Weise das BVD zertrümmert hätte. Fakt ist, dass es da eine staatsanwaltschaftliche Anordnung gegeben hat in dem Zusammenhang. Und dass es genau deswegen natürlich auch zu dem Eingreifen der Polizei im BVD gekommen ist. Gut, das wird jetzt dann noch geklärt werden, ob es da politische Verantwortlichkeiten gibt. Sie sagen ja auch, dass der von der ÖVP beantragte U-Ausschuss verfassungswidrig ist. Wann werden Sie sich da an den Verfassungsgerichtshof wenden mit einer Beschwerde? Na, das ist ein bisschen schwierig, also weil das ein Minderheitenrecht ist und wenn man per se mit diesem Minderheitenrecht nicht gleich zum Verfassungsgerichtshof gehen kann, muss ich natürlich gewisse Beweismittelanträge und so weiter und so fort anschauen. Da muss man dann hinterfragen, ob die zulässig sind oder nicht und das wird dann möglicherweise auch die Möglichkeit ergeben, zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Aber Sie streben es jedenfalls an, also Sie wollen zum Verfassungsgerichtshof gehen mit einer Beschwerde. Also das ist unbedingt das Ziel. Das naja, wenn ich mir anschaue, welche Beweismittelanträge die ÖVP zuletzt gestellt hat, dann sind die schon sehr, sehr spannend und man sieht ja auch, dass da nichts anderes verfolgt wird, als politisches Kleingeld zu machen. Das wird man alles prüfen müssen und dann gehen wir damit um. Aber wie gesagt, wir sind natürlich konstruktiv und schauen uns einmal an, was die ÖVP jetzt liefert. Es gab jetzt auch wieder Kritik daran, dass Sobotka den Vorsitz übernehmen wird in beiden U-Ausschüssen. Gab es da eigentlich jemals ein Angebot vom dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer, dass er vielleicht den Vorsitz übernimmt? Es ist ja so, dass grundsätzlich der Nationalratspräsident im Untersuchungsausschuss vorsitzt. Der Herr Sobotka macht überhaupt keine Anstalten, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise da bleiben zu lassen. Und ich halte es auch für eine wirkliche Hypothek für den Untersuchungsausschuss. Das ist echt eine Belastung. Und es macht uns auch international zum Gespött. Wenn wir ständig einen Vorsitzenden haben, der selber Teil des Untersuchungsgegenstandes ist, dann macht das einfach keinen Schlag. Aber gab es ein Angebot vom Herrn Hofer, dass er sagt, ich übernehme das für dich? Nein, der Herr Sobotka hat das in seiner Selbstgerechtigkeit sofort einmal klargelegt, dass er das machen wird. Und jetzt sitzt da offenbar in beiden Untersuchungsausschüssen vor. Ich möchte auch zu den kommenden Nationalratswahlen kommen. Die FPÖ liegt da klar auf Platz 1 in allen Umfragen, aber das Problem sozusagen ist für Sie auch, dass mit der FPÖ niemand koalieren möchte. Herbert Kickl ist Spitzenkandidat für die Nationalratswahl und wird auch nach der Wahl Parteiobmann bleiben. Ist das gesichert? Können Sie das heute schon sagen? Ja, absolut. Alles andere wäre ein Wählerbetrug. Also Herbert Kickl ist unser Parteiobmann. Man hat gestern im Neujahrstreffen gesehen, dass er auch wirklich die Unterstützung der gesamten Parteibasis genießt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, auch wenn alle anderen Etikettenschwindel begehen, bei uns ist ganz klar, Herbert Kickl ist erstens Spitzenkandidat und wird zweitens auch als Volkskanzler dann die Regierung übernehmen. Aber dann wird er die Regierung nicht übernehmen können, weil mit Kickl will keiner
regieren. Das haben alle Parteien kategorisch ausgeschlossen. Das heißt, eigentlich, wenn Sie sagen, Kickl bleibt, bleibt nur mehr die Oppositionsrolle. Nein, ist ganz klar. Ich glaube, da braucht man sich gar nicht den Kopf zerbrechen, sondern die Leute, die jetzt sagen, sie wollen mit Herbert Kickl nicht koalieren, die werden in Zukunft nicht mehr die Obleute ihrer Parteien sein. Weder der Herr Babler noch der Herr Nehammer wird diese Wahlen überleben. Dann wird es dort neue Obleute geben und mit denen wird man dann sprechen müssen. Diese Obleute wollen wahrscheinlich auch nicht mit Kickl koalieren, weil in der ÖVP gibt es niemanden, der sagt, Kickl ist toll, auch in der SPÖ nicht. Also da müsste jemand hergezaubert werden. Na schauen Sie, Frau Salzer, das haben wir in Salzburg gehört, das haben wir in Niederösterreich gehört und Sie sehen, was am Ende herausgekommen ist. Bundesebene ist vielleicht noch einmal ein bisschen was anderes. Nein, ist ganz klar. Ich möchte noch zu dem rechtsextremen Treffen in Deutschland kommen. Die FPÖ wollte sich da nicht distanzieren. Da ging es um die Deportation von Millionen nicht assimilierter Staatsbürger. Sie haben dazu gemeint, das ist eine patriotische Aktion. Sie haben von Remigration gesprochen. Gibt es einen Unterschied zwischen Remigration und Massendeportation? Ja, also diese Massendeportation, das ist eine Begrifflichkeit, die sich von den Medien wieder irgendwie einfallen haben lassen. Das ist überhaupt nicht die Diskussion gewesen, sondern es geht darum, wie man gewisse Missstände im Zusammenhang mit der Zuwanderung in die Gegenrichtung umkehren kann. Und das ist damals diskutiert worden. Und wissen Sie, auch wenn dieses linke Pamphlet da jetzt irgendeinen Bericht gebracht hat, nichtsdestotrotz ist es so, ist ja jetzt nichts Neues, dass rechtskonservative Parteien darüber nachdenken, wie man eben diese Zuwanderungsproblematik in den Griff bekommen kann. Und das, was Sie als Deportation bezeichnen, muss man vielleicht auch ein bisschen differenziert sehen, denn es geht hier darum, dass Leute, die frisch eine Staatsbürgerschaft bekommen haben und sich dann irgendwie dazu entschließen, doch irgendwie nicht Teil der Gesellschaft werden zu wollen und kriminell werden oder sonstiges, dass man so diese Verleihung von Staatsbürgerschaften wieder rückgängig machen kann. Das sollte man auch diskutieren können. Und übrigens, solche Diskussionen finden Sie, in Schweden. Schon abgeschoben. Das ist nichts Neues. Aber nicht schnell genug. Und das hat ja auch der Kanzler Scholz, Sozialdemokrat bekanntermaßen, gesagt, wir müssen schneller abschieben. Und nichts anderes ist damals. Er hat auch von einem Asylstopp gesprochen. Das geht einmal von der Europäischen Menschenrechtskommission auch gar nicht. Und er hat, das ist auch nichts Neues, ein alter Hut, das sagt er schon seit Jahren. Das hätte er ja schon in seiner Zeit als Innenminister umsetzen können. Warum hat er das nicht gemacht? Wir haben ein Ausreisezentrum gemacht. Sie wissen das noch ganz genau. Das war die ÖVP bemüht, das möglichst rasch wieder rückgängig zu machen. Aber da hat es ganz klar Abschiebungen gegeben. Was wichtig ist, ist, dass man natürlich mit den Drittstaaten die Vereinbarungen trifft, endlich einmal, dass diese Rückreisezertifikate auch stattfinden können. Und natürlich muss man gemeinsam, und das ist auch eine europäische Frage, die besten Anstrengungen unternehmen, um da endlich einmal in Sachen Migrationspolitik endlich einmal Nägel mit Köpfen zu machen. Aber Asylstopp null wird es nicht spielen. Man kann sich aber der Null annähern und das ist unser Ziel. Herr Affenecker, wir sind leider am Ende der Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.